Hallo zusammen, salve a tutti, es ist Freitagabend, 28. Juni. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für all die Mails, WhatsApp, Facebook, wie auch immer, Kontakte, die ich bekommen habe über eine Wohnung in Groningen für meine Tochter. Leider, leider hat das alles nichts genutzt. Wir haben 80 Anfragen gestellt, eine einzige Antwort haben wir bekommen. Und das hat zur Folge, dass der Vater mit der Kleinen mal am Dienstag da rüberfliegt und geht vor Ort. Weil das ist schon mega frustrierend. Vielleicht hätte ich die E-Mails auf Holländisch schreiben sollen, aber ich kann es nicht, aber ich kenne Leute, die so übersetzen können. Auf Englisch und Deutsch hat da keiner geantwortet, bis auf einen. Und das war mehr so ein Hühnerstall. Also das hat es nicht gebracht. Das heißt, nächsten Mittwoch fällt auf, und ab Dienstag bis, ich glaube, Donnerstag bin ich dann in Holland oben. Gut. Ich muss anfangen mit Nike. Und zwar, das, was da passiert, das sind 30 Milliarden unterschiedliche Bewertungen zu gestern. Nike ist eine Institution. Ich wette, was ich habe, jeder von uns hat irgendwas von Nike. Ob es Socken sind oder eine Hose, ein Trikot oder ein Stirnband oder eine Mütze. Dass das Ding so abrauscht, das sind momentan 19,2%. Das finde ich sehr beachtlich. Und der Ausblick, wird ja selbst von der Firma gesagt, ist weiterhin schlecht. Das gefällt mir gar nicht. Das ist eine Institution. Und wenn sowas passiert, dann gehen bei mir alle Glocken an. Wenn mal eine Tesla oder eine Supermicro oder Nvidia mal 5, 10, 15, 20% an einem Tag verliert, nimmt es der Markt zur Kenntnis, weil die steigen auch so. Aber die Nike sind jetzt wieder auf dem Stand von 2020, ein bisschen über dem Corona-Tief, das war so um die 60 rum. Und das finde ich also schon bemerkenswert, muss ich wirklich sagen. Gehen wir mal zum DAX. So, ist der DAX? Wo ist meine? Hier ist er. Im Thumbnail habe ich geschrieben, weiterhin die 20-Tage-Linie. Ich mache es mal größer. Hier ist er. Wir kommen da nicht drüber. Wir sind jetzt das dritte Mal dran, waren auch heute leicht drüber, gehen gleich wieder runter. Das zeigt mir aber auch, dass für die nächsten Tage gilt diese Linie hier, das sind die 18.366, als sehr, sehr wichtig. Es reicht mir nicht, wenn wir nur die 20-Tage-Linie, heute so bei 18.323, leicht überbieten. Und vielleicht auch da schließen mit, was weiß ich, 5 oder 10 Punkten. Das reicht mir nicht. Wir müssen diese Marke hier rausnehmen. Ich mache das nochmal jetzt hier weg, dass ihr es besser seht, warum ich die da hingezogen habe. Das ist wichtig. 18.366 mit Schlusskurs überbieten. Jeder Short, der hier irgendwo eingegangen wird, muss da gestoppt werden. Plus 30 Punkte, sagen wir mal 18.400. Muss gestoppt werden, da gibt es kein Wenn und Aber. Das ist die wichtigste Marke nach oben. Die wichtigste nach unten bleibt hier diese 17.923, ist in etwa das Tief am 14. Juni, verbunden mit dem 38er Retracement von dieser Bewegung hier, von der, vom 17.1., vom Jahrestief hier hoch. Das ist der wichtige untere Punkt. Wir schaffen es, man sieht es auf den ersten Blick, nicht über die Mitte des Bandes, also sprich die 20-Tage-Linie drüber. Eine der Regeln von John Bollinger ist, solange wir zwischen der 20-Tage-Linie und dem unteren Band bleiben, ist es ein negativer Markt. Kann sich ändern in dem Moment, in dem wir drüber gehen. Von der Technik her sind wir hier völlig neutral über den Oszillator. Wir haben oder stehen kurz davor, über die traditionelle Sichtweise hier im MACD ein Kaufsignal zu bekommen. Es stabilisiert sich auch. Muss es ja auch nach dieser Bewegung hier. Aber es ist jetzt kein Niveau, wo ich sagen muss, hurra, rein damit. Ja. Sowas vom Histogramm her sind großartige Bewegungen, sinusmäßig. Ja. Sowas. Ja. Dieses Kleingedattel hier um die Nulllinie rum, das nehme ich zur Kenntnis. Ich will wissen, wo es ist, aber auch wenn es eine Theorie gibt, die sagt, der Markt wird erst dann positiv, wenn hier die Nulllinie überboten ist. Ich habe damit noch kein Geld verdient. Sage ich mal ganz ehrlich. Gucken wir mal auf die Woche. Weil das ist jetzt, haben wir den Monat ist rum, aber da möchte ich gerne erstmal einen Montag abwarten. Das ist die Woche. Und ist weiterhin alles nach unten gerichtet. Hier ist keine Stabilisierung drin. Aber wir haben auch hier
die 20-Wochen-Linie, mit der wir spielen, das ist auch eine Unterstützung. Im Moment bei 18,120. Einfach immer mal im Kopf behalten. Da liegen einige Werte dran. Ich meine, die Daimler waren es, die BMW waren es. Das sind einige Werte, die gucken auf die Wochen, auf hier, auf diese Wochenanalysen rein. Die hängen an der 20-Wochen-Linie, also in der Mitte der Bänder, auch neutral. Es ist halt einfach nur eine andere Zeiteinheit. Gehen wir zurück auf den Tag. Ich mache euch schon mal die Scheine rein. Es sind die gleichen wie letzte Woche. So, hier sind sie. Mit den Hebeln um 17.25 Uhr. Am Montag ist ja das Webinar, abends. Ich habe verschiedentlich den Link reingestellt unter den YouTube-Film und auf LinkedIn und auf Facebook. Ich stelle den hier aber auch nochmal hier unten drunter. Wie gesagt, Deutschland spielt ja nicht, das haben wir morgen. Und zu der Zeit, in der gespielt wird, ist das Frankreich gegen Belgien. Frankreich, dazu auch noch ein Wort, ich mache das jetzt hier mal weg. Ich habe ja lange Zeit in Frankreich gelebt. Ich habe jetzt in der letzten Woche mal meine übrig gebliebenen Kontakte da unten fast ausschließlich Franzosen angerufen. Und was wählt ihr? Von 20 Leuten wählen 18 RN, also Rassemblement National, Marine Le Pen. Und die haben das früher nicht gemacht. Die sind arg enttäuscht von Macron und die werden es wählen. Also für mich ist die Wahl eigentlich, die ist ja zweigeteilt, das ist diese und nächste Woche. Für mich ist die Wahl eigentlich gelaufen. Mich interessiert jetzt nur noch, mit wie viel Abstand die Le Pen gewinnt oder Bardella. Aber für mich ist die gelaufen. Ja, und dann nächste Woche, tja, dann wird es dann ja, endgültig entschieden sein. Aber dass Marie Le Pen oder Bardella, dass sie das gewinnen, das ist für mich eigentlich ausgemachte Sache. Ich war überrascht, dass viele von den Franzosen, die ich kenne, die sich das vor 4, 5, 6 Jahren nicht hätten vorstellen können, eine Marie Le Pen zu wählen, dass die auf einmal wählen. Das ist schon, ich war ja in Südfrankreich und da gibt es eine, ich glaube, das ist die Nichte von Marie Le Pen und die wollte unbedingt Nizza Bürgermeisterin werden. Und die wollte dann unter anderem den Nicht-Franzosen das Wohnrecht einer Zweitwohnung absprechen, beziehungsweise das so hoch versteuern, Hollande hat es erhöht, so hoch versteuern, dass es echt keinen Sinn mehr macht. Ich kann mich dunkel daran erinnern, das war so im Jahr 2010 oder 11 oder sowas war das. Also, ich glaube, das kann nächste Woche, insbesondere Montag, ziemlich hektisch werden. Ich tendiere dazu, so gut wie gar keine Position mit übers Wochenende zu nehmen. Ich habe Kleinigkeiten in VW gekauft. Und das ist es. Sonst habe ich hier eigentlich momentan gar nichts mehr. Auch wissend, dass ich ab Dienstag dann erst mal weg bin. Also nochmal danke an alle Groningen-Unterstützer. Ich freue mich auf euch am Montag auf das Webinar. Ich kenne auch die meisten Aktien schon, die da kommen. Ja, war erstaunlich, was da alles kam. War ein bisschen was anderes. Und ansonsten wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.